Ja, willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg. Zu einer Quest am Hafen. Wie in der Folge zuvor angesprochen. RPK. Das ist doch ein russische LMG. Cool. Ja, die kenne ich noch aus meiner eigenen Militärzeit. Ist im Grunde eine vergrößerte Variante der AK-47 oder AK-74, der ganz normalen Kalaschnikow mit einem vergrößerten Magazin und einem verlängerten Lauf, um auf größere Distanz wirken zu können. Und nannte sich dann entsprechend leichtes Maschinengewehr. Coole Sache eigentlich. Eine AK-47 wäre mir jetzt in der Hinsicht allerdings lieber. Die scheint mir doch ein bisschen unhandlich zu sein. Aber egal, wir machen erstmal weiter. Ich muss nachher unbedingt mal gucken, ob ich an das Gerät auch die Optik von der M4 anbauen kann. Das würde ich ja dann... Ja, die macht auch deutlich... Ups, hier ist sie. Ja... Nee, macht eigentlich keinen Sinn. Wir benutzen sie jetzt erstmal nur so aus Spaß. Die M4 macht mehr Schaden. Und wir wollen uns ja nicht mit die Wald. Die Sache schwieriger machen. War die Französisch? Sicher nicht. Hau ab! Ich habe hungrige Kinder! Nicht mein Problem. Das Chaos herrscht in den Straßen. Banditen? Nee. Jede Menge Militärstreifen jetzt hier unterwegs, oder? In der Folge zuvor haben wir irgendwie an jeder Ecke einen Straßengang getroffen und jetzt rennt hier jede Menge Militär rum. Mit könnte daran allerdings liegen. Naja, weitermachen, Soldaten. Könnte ein bisschen daran liegen, dass wir uns dem Hafen nähern und da ist auch so eine Art Auffanglager. Da kann man übrigens auch andere Spieler treffen. In bestimmten Bereichen, wo man sich dann auch Gruppenmember suchen kann, beziehungsweise ins PvP geht, kann man andere Spieler sehen und antreffen. Genau, Camp Hudson. Während man sich dann in dem Gebiet hier in seiner eigenen Instanz befindet, also hier kann man niemanden treffen, es sei denn, man lädt jemanden in seine Gruppe ein, in seine Instanz. Ich danke Gott für Menschen wie Sie. Dann, oh. Militärjacke in Schiefer. Dann kann man das auch mit jemandem gemeinsam machen. Müssen wir mal gucken, wie das Gerät aussieht. Gerät. Ja, Pistole wollen wir nicht. Ja, die nehmen wir. Finde ich gut. Die grüne Jacke haben wir auch schon viel zu lange getragen. Ja, also ich habe jede Menge Klamotten zum Anziehen dabei. Das ist ja, artet dann manchmal schon ein bisschen aus wie in einer Modenschau. Ich muss mal schauen, ob wir diese Sachen in Stoff zerlegen können, wie schon vorhin mal angesprochen. Allerdings, ich glaube, habe ich die nie... in der Liste habe, wenn ich versucht habe zu craften, also wahrscheinlich eher nicht. Mal gucken. Gut. Das ist jetzt der Vorhof hier in diesem Bereich. Jetzt da vorne beginnt dieses Camp. Den Bereich durchsuchen.
Okay. Vielleicht den hier? Ah ja, die sind mitten drin. Okay. Ah ja. Diese Echos, die jedes Mal, ist so ein bisschen wie eine Filmaufnahme von dem, was vor einiger Zeit mal geschehen ist. Man kann sich hier Personen anschauen. Da wird unter Umständen, nicht unter Umständen, da wird, wenn es bekannt ist, hier genau sogar der Name, aktueller Status und so weiter angezeigt. Das ist Erdbeermarmelade. Aha, okay. Man kann sich da drin auch bewegen und dieses, ich nenne es mal Gedächtnis-Hologramm, bleibt aktiv, bis solange man in diesem Bereich sich aufhält. Da ist er. Studentin. Mist, ich habe Faces Funkgerät zu Hause vergessen. So, und nun? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja. Hier ist noch eine Nebenmission. Da werden wir jetzt gleich nochmal hinmarschieren. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Also das war es jetzt offensichtlich. Keine Ahnung. Hier ist noch ein Einsatzbericht. Das ist etwas, was man einsammeln kann. Tja. Gut. Nehmen wir so hin. Ich gehe mal davon aus, dass das dann in der Storyline dann in irgendeiner Form weiter erzählt wird. Weiter gesponnen wird. Wenn wir in diese Richtung gehen würden, dann würden wir in die Safe Zone kommen, in dieses Camp am Hafen. Da findet man dann genauso wie im Zentrum der Stadt, wo wir bis jetzt immer hingegangen sind, entsprechend die ganzen Händler, die Station, wo man Rüstung, Gegenstände, Waffen und so weiter herstellen kann bzw. zerlegen kann. Ja, bitte? Meine Mutti hat gesagt, ich darf mich von fremden Frauen nicht ansprechen lassen. Oh, F. Sehr freundlich. Wieder was Lilanes. Eine Mütze. Toll. Okay. Genau, das haben wir gesucht. Gut, die Waffen sind okay. Das sind Sachen, die man so nach und nach einsammeln kann. Das wird dann für die entsprechende Abteilung in der Basis, also Elektronik, also Tech, medizinischer Flügel und so weiter, gewählt. Also in dem Fall jetzt wahrscheinlich der Tech-Flügel. Sie sterben nur dann, wenn Sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Diese Sachen sind über die ganze Map verteilt. Also den haben wir jetzt hier zum Beispiel weg. Hier wäre noch ein Werkzeug, das ist fürs Craften. Hier ist noch Stoff und Waffenteile. Ich meinte ja eigentlich, dass wir das schon eingesammelt haben, wie dem auch sei. Wir machen jetzt noch diese Nebenquest fertig, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich ja zu der hier, weil das ist ein kürzer. Wir gehen erstmal zu der. Ja, machen die mal fertig, die. Dann gehen wir darüber, machen diese Nebenquest fertig und dann stürzen wir uns hier in die nächste Questline. Die nächste Storyline-Quest, so rum. Ah, sie haben genügend Material, um eine Station in Betrieb zu nehmen. Also man wird so und so viele Teile von diesen Sachen einsammeln müssen und kann dann
nach und nach bestimmte Teile in Betrieb nehmen. Ich hatte mir schon den medizinischen Flügel angeschaut. Den habe ich jetzt noch nicht wirklich in Betrieb. Wir haben aber in der Quest, als wir das, die Sportarena zurückerobert haben, eine Frau Doktor, die wurde dort als Geisel gehalten, befreit. Und die arbeitet nun netterweise für uns medizinische Flügel. Mit ihr zusammen wollen wir dann mehr über den Virus herausfinden, um ihn schließlich und endlich besiegen zu können. Und jetzt habe ich da die Möglichkeit, auf bestimmte Bereiche zuzugreifen, die man nach und nach in Betrieb nehmen kann, wie zum Beispiel eine Apotheke und so weiter und so fort. Ich weiß es selber nicht genau. Ich habe das selbst in der Beta nie gemacht. Da habe ich bloß rumgelaufen, habe ein bisschen rumgeballert. Ich gehe davon aus, dass man dann entsprechende Vorteile daraus ziehen kann. So, das sollte gleich losgehen da vorne. Mal schauen, dass wir direkt ein bisschen Deckung haben. Ich hab so eine... Da, oder? Also mir ist es schon mal passiert, dass ich in so eine Nebenquest drin gestolpert bin, also schon Evolved hinein gestolpert bin und dann, da ist ein Bandit, und dann kamen die aus allen Richtungen und ich war mittendrin, was schon ein wenig ungünstig ist. Muss man also immer ein bisschen sich anschauen. Ja, guck mal in meine Richtung. Die können auch hervorragend schießen, die Burschen. Ja, das ist einfach so. Also man kann schön die Wirkung von diesen Granaten sehen. Mich nerven sie eigentlich nur. Ich ignoriere das in den meisten Fällen, wenn es nicht gerade Brandsätze, also Molotow-Cocktails oder Splittergranaten sind, sollen sie schmeißen, die Dinger. Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren, weil halt die Sicht ein bisschen erschwert ist, aber im Grunde ist es trotzdem kein Problem, die Burschen zu erledigen, weil man kann manchmal ja nicht so oft von Deckung zu Deckung springen, wie einem die Dinger hinterhergeworfen werden. Sollen sie machen, haben sie ihren Spaß dran. So. Das ist jetzt wieder so ein Echo. Nee, ist es nicht. Okay. Genau, ich erinnere mich, da geht es in den Untergrund, in den Tunnel, Abwasser und oder... ja, danke für den Hinweis, Untergrundsystem. Ja, also diese Agentenspuren, die hier aufgedeckt werden, die weisen mir den Weg. Ja, genau, in das Loch müssen wir. Und da gehen wir jetzt auch gleich rein. Riecht bestimmt lecker. Ich finde echt gut, dass es so was wie Geruchsfernsehen noch nicht gibt. Zentrale an Chelsea-Patrouille. Der Wasserdruck in der 20. West sinkt. Prüfen Sie das, bevor Sie zur Basis zurückkehren. Ist das echt die Nebenquest? Ja. Kommt mir fast vor wie eine richtige Storyline-Quest. Naja, wie dem auch sei. Gut, also so dicht, wie sie die Spuren hier gesetzt haben, kann man eigentlich nichts falsch machen.
fragt man sich doch wirklich, was diese Akte hier unten zu suchen hat, oder? Naja. Irgendeiner wird wohl der Meinung sein, dass das... Naja. Wir sollen an diesem Rädchen drehen, sagt er. Okay, wenn ich hier runterspringe, tue ich mir Aua. Aber hier war doch auch eine Leiter, oder? Da drüben, genau. Das war jetzt auch ein bisschen zu einfach. Ich bin mir relativ sicher, aus dieser Richtung werden dann gleich böse Jungs kommen. Warnung! Wasserdruck im kritischen Bereich. Verteidigen, genau. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Lass mich mein Laufzeit zusammen, Radio! Na, er ist wieder hier. Da muss man ja. Warnung! Wasserdruck im kritischen Bereich. Nähern sich. So, es wird dasselbe nochmal passieren. Wir müssen den Bereich wieder verteidigen. Ich hoffe mal, die kommen jetzt nicht direkt hinter mir raus. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Der war ja clever. Nähern sich. Jo. Warnung, Wasserdruck im kritischen Bereich. Affengeil. Verkehrt Richtung. Sehr schön. Da unten hier ist das letzte Handrad. Da ist noch ein Handrad. Keine Ahnung, wie oft man das hier machen muss. Ein G36. Und ich will weg. Jawoll. Immer darauf achten, dass die Magazine voll sind, ne?
Das war's. Alles klar. Der Wasserdruck ist wieder normal. Danke. Jo, sehr schön. Was haben wir da noch zu liegen? Ah ja. Sachen, die voll sind. Irgendwelche Munitionsarten. Whatever. Okay. Okay, haben wir erledigt hier unten. Sehr schön. Hat gut geklappt. So langsam fuchsen wir uns ein bisschen ein in die Angelegenheit. Also an die Quest konnte ich mich auch noch erinnern. Die hatte ich in der Beta auch gespielt. Ja, ich würde sagen, machen wir Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.